Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Besser Reisen. Dieses Mal steht wieder einmal Griechenland am Programm, denn Griechenland zählt ja bekannterweise schon seit Jahren mit zu den beliebtesten Reisezielen der Österreicher. Grund genug für uns, uns wieder einmal umzuschauen, und dabei sind wir auf eine Insel gestoßen, die für viele noch als absoluter Geheimtipp gilt. Die Insel Skyros liegt in der nördlichen Ägäis und hier, so sagt man uns, findet man noch das typische ursprüngliche Griechenland. Wir waren einige Tage vor Ort und die Eindrücke, die wir mitgebracht haben, die sehen Sie jetzt in unserem Inselbericht. Unser erster Morgen auf Skyros begrüßt uns mit einem spektakulären Sonnenaufgang über der griechischen Ägäis. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Wir genießen die morgendliche Stille der Insel, die langsam erwacht. Nach dem Frühstück geht's auf Inselerkundungstour und die beginnt mit einer Begegnung der etwas außergewöhnlichen Art. Auf Skyros der ganz normale Alltag. Kalimera, willkommen auf Skyros. Toni, Griechenland-Kenner und Reiseleiter aus Leidenschaft, wird uns in den nächsten Tagen begleiten. Wir sind im grünen, wasserreichen Norden der Insel unterwegs. Pinienwälder und üppige grüne Vegetation säumen unseren Weg. Auf einer Inselrundfahrt werden immer wieder Fotostops eingelegt. Vom Vorplatz der Kirche eröffnet sich ein Panoramablick auf die Bucht von Pefkos und die Berge im Inselsüden. Die Kirche, in der wir kurz verweilen, ist dem heiligen Panteleimon geweiht, dem Schutzpatron der Ärzte. Die Öllampen, erklärt uns Maro, müssen in einer griechischen Kirche immer brennen. Und alle der kunstvoll gestalteten Lampen sind Geschenke und Spenden von verschiedenen Familien. Mit dem Segen des heiligen Panteleimon setzen wir unsere Inseltour fort. Skyros ist die größte und die vielfältigste Insel der nördlichen Sporaden. Der Touristentrubel hält sich allerdings trotz der bekannt schönen Strände in Grenzen. Vom Massentourismus ist man hier weit entfernt. Und bei unserem Besuch im September ist sowieso schon die nachsaisonale Ruhe eingekehrt. Jetzt machen wir uns auf den Weg in die Werkstatt von Lefteris, einer der letzten Holzschnitzer der Insel, die in ganz Griechenland für ihre Möbel-Holzschnitzkunst bekannt sind. I begin to learn from 11 years old. Ich habe mit dem Holzschnitzen schon im Alter von 11 Jahren begonnen. Jeden Sommer, sobald wir Ferien hatten, habe ich das Handwerk nach und nach gelernt.
Lefteris ging nach der Schule ins Ausland, wo er sich in Afrika und Amerika das Startkapital für seine Selbstständigkeit als Schnitzer verdiente. Nach einer zusätzlichen Ausbildung in Athen war er mit 21 Jahren sein eigener Herr, erzählt er stolz. Ich liebe das Leben hier. Ich hatte 25 Jahre einen Laden im Dorf. Dann habe ich mit meiner Frau zusammen das Haus gebaut. Wir haben es so groß geplant, weil wir eine Schule für Holzschnitzer eröffnen wollten. Aber leider gibt es nicht mehr viele, die dieses Handwerk erlernen möchten. Und so habe ich mich auf die Herstellung der typischen kleinen Sessel spezialisiert. Auf Skyros ist es Tradition, dass jeder neue Erdenbürger mit einem eigenen kleinen Sessel beschenkt wird, um ihm so symbolisch seinen Platz in der Gesellschaft zu geben. Das Motiv wird nach Kundenwunsch geschnitzt und so ist jedes Stück ein Unikat. Skyros selber ist natürlich auch interessant für das Städtchen Kora. Das ist die Hauptstadt, die Sie hinter mir sehen, auf dem Berg raufgebaut. Kleine Gasseln. Und die Gasseln werden immer enger, die bewegen sich rauf auf den Berg, wo oben das Kloster steht. Das ist ein Anziehungspunkt für alle Touristen, die auf der Insel sind. Uns fällt der einfache, kubische Baustil auf, wie man ihn sonst von den Kykladen kennt. Blendend weiße Wände und Türschwellen prägen das Bild der Chora. Durch die intelligente Architektur herrscht in den Gassen fast den ganzen Tag Schatten. Die weißen Häuser reflektieren die Sonnenstrahlen, so bleibt es auch im Sommer angenehm kühl. Wir haben es geschafft. Der Aufstieg hat sich gelohnt. Wir sind nun im Kloster des Heiligen Georg angekommen. Der Ursprung des Klosters geht auf das Jahr 895 zurück. Wir haben nun die Ehre, den einzigen Mönch zu treffen, der hier lebt. Seit 38 Jahren, erzählt er uns. Als 17-Jähriger kam er hierher und hat es bis heute nicht bereut. Seine Familie sind die Katzen, die mit ihm im Kloster leben, sagt er. Und die sind allesamt fasziniert von unserer Kamera. Die uralte, handgeschnitzte Ikonostase aus Olivenholz befindet sich in der Klosterkirche. Mönch Hieronymus lässt es sich nicht nehmen, unsere kleine Gruppe persönlich durch sein Reich zu führen. Eine äußerst seltene Gelegenheit, die sich uns da bietet. So erfahren wir viel über die Geschichte des Klosters. Beeindruckend auch die zahlreichen Ikonen und die gut erhaltenen Fresken. Recht beschaulich gestaltet sich das Leben in der Nachsaison Ende September in den Gassen. Jetzt gibt's nur mehr wenige Touristen und man hat Zeit für einen Drink oder zwei mit den Freunden und Nachbarn. Da verwundert es nicht einmal wirklich, dass plötzlich auch ein Pferd mitten in der Bar steht. Und das ist im Moment sichtlich mehr von unserer Kamera als von seinem Besitzer angetan. Die Ordnung ist aber schnell wiederhergestellt. Und man trabt einträchtig nach Hause. Oh yeah.
Typische Produkte der Insel, die auch gerne aus dem Urlaub mitgenommen werden, sind Honig, Olivenöl, Tee, Kräuter, Nüsse und Wein und der selbstgebrannte Schnaps. Jetzt machen wir noch einen Abstecher zum Brooks-Denkmal. Der englische Poet Rupert Brooke kam mit der britischen Marine im Ersten Weltkrieg nach Skyros. Und als er erkrankte und wusste, dass er sterben würde, äußerte er den Wunsch, auf der Insel begraben zu werden. Die Skyrer haben dann erfahren, dass Brooks ein berühmter Poet war, ein englischer, und waren natürlich stolz darauf, dass er auf ihrer Insel begraben ist und haben gesagt, okay, dem müssen wir Platz widmen. Und haben einen Platz gefunden, der wunderschön auf die ganze Bucht von Magasia und Molos schaut. Und auf diesem Platz hat man dann eine Statue errichtet. Und dann war die große Enthüllung. Und wie die Enthüllung war, war natürlich die ganze Insel vertreten, die Jungen, die Alten. Und wie dann die Figur enthüllt wurde, dann hat man gesehen, dass plötzlich die alten Damen alle so, da kann man nicht hinschauen, weil plötzlich, wie enthüllt wurde, sah man die Statue nackt stehen. Das war 1931. Aber auch heute wird noch an hohen Feiertagen die Männlichkeit des Dichters dezent verhüllt. Empfehlenswert ist auch der Besuch des Falteiz-Museums. Manos Falteiz, ein in Griechenland bekannter Soziologe, Maler und Schriftsteller, hat nach seinem Tod eine riesige Privatsammlung hinterlassen. Das Museum ist eines der ältesten seiner Art in Griechenland. Es wurde von meinem Mann bereits vor 54 Jahren gegründet. Das Geschichts- und Volkskundemuseum ist im ehemaligen Wohnhaus der Familie Falteiz untergebracht. Beeindruckend sind unter anderem auch die umfassenden Sammlungen an alten Dokumenten, Karten, Zeitungsartikeln, Fotos und Büchern. Besonders interessant der Raum mit der Nachbildung eines typischen skyrotischen Hauses. In einer Ecke befand sich der Ofen, darüber waren in mehreren Reihen die Schätze der Familie aufgereiht. Vor allem Ziergegenstände aus Keramik waren beliebt. Ein hölzerner Zwischenboden, den man über eine Seitentreppe erreichte, diente als Schlafzimmer. Kaum mehr auf der Straße zu sehen ist die alte Volkstracht. Bei den Frauen meist rote Samtröcke mit kostbarer Stickerei. Darüber eine Art Kimono und den Kopf bedeckten kunstvoll bestickte Schals. Der Herr trägt eine Kappe aus Samt und eine weite dunkelblaue oder schwarze Pluderhose. Typische Möbel sind ein kleiner Tisch mit ebenso kleinen Stühlen. Hier wurden den Besuchern kleine Snacks gereicht. Szenenwechsel. Darauf haben wir uns schon lange gefreut. Endlich sind wir bei den berühmten Skyros-Ponys, die, das sei gleich eingangs erwähnt, keine Ponys, sondern kleine Pferde sind. Die halbwilde Pferderasse bevölkerte Skyros schon in der Antike. Heute sind fast alle Pferde im Besitz einiger Familien und es gibt Pferdefarmen, die man auch besuchen kann. Marion kommt aus der Bretagne und hat sich der Erhaltung der uralten Rasse verpflichtet. Das Skyros-Pferd ist zwar sehr klein, eben wie ein Pony, hat aber den Körperbau eines Pferdes.
Sie sind neugierig und sanft, haben einen sehr guten Charakter und eignen sich daher perfekt für die Arbeit mit Kindern und für verschiedene Therapien. Von den Skyros bonnes gibt es nur mehr 300 weltweit. Sie wären fast ausgestorben. Und ca. 200 davon leben auf Skyros. Inzwischen wird durchaus erfolgreich versucht, die Nachkommenschaft zu sichern, wie man an den Fohlen sieht. Ich habe mich schon seit meiner Kindheit für die Skyros-Pferde interessiert und wollte sie unbedingt kennenlernen. Dann kam ich auf die Insel, habe mich unsterblich in sie verliebt und bin geblieben. Und jetzt heißt es Leinen los. Wir erkunden den Südteil der Insel an Bord eines Ausflugsschiffes. Azurblaues, glasklares Meer und strahlender Sonnenschein begleiten uns. Hier kann man so richtig die Seele baumeln lassen. Der Süden der Insel ist trockenes und karges Gebirgsland. Weitgehend unberührt und unerschlossen. Beim Bootsausflug kann man die Höhlen in den Felswänden vom Meer aus sehen. Die Insel Skyros zählt aus geografischer Sicht zum Archipel der nördlichen Sporaden. Wenn man allerdings einen Einwohner nach der Lage seiner Heimatinsel fragt, lautet die stolze und selbstbewusste Antwort: Mitten im offenen Meer. Jahrhundertelang war das Inselvolk auf sich selbst gestellt und das prägt den Charakter der Menschen bis heute. Einige der Höhlen werden beim Ausflug auch angesteuert und bieten die willkommene Gelegenheit für einen erfrischenden Sprung ins Wasser. Zurück an Land geht unsere Tour mit dem Bus weiter. Der grüne Norden beeindruckt mit seinen Zedern, Pinien und Kieferwäldern. Oleander, Oregano und Thymian wachsen wild am Straßenrand. Skyros ist, wie schon erwähnt, mit gut 200 Quadratkilometern die größte der nördlichen Sporaden. Die rund 3000 Einwohner leben fast ausschließlich im Nordteil der Insel. Wir sind in Linaria angekommen, der Fährhafen der Insel und ein ruhiger kleiner Ort an einer malerischen Bucht. Er wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von eingewanderten Fischern gegründet. Damals galt die Insel als reich. 7 Kaffeehäuser gab es im Hafen. Kapitäne und Matrosen aus der ganzen Welt flanierten entlang der Hafenpromenade. Längst vergangene Zeiten. Aber der Ort hat sich sein freundliches Ambiente bewahrt. Alles wirkt recht übersichtlich, fast familiär. Wenn allerdings die Fähre anlegt, bricht im Hafen die Hektik aus. Dann stauen sich Autos, LKWs und Busse auf den Zufahrtsstraßen und versuchen mit lautem Hupen ihren Weg zu bahnen. Schon eine Viertelstunde später ist der Spuk vorbei und am Hafen kehrt wieder beschauliche Ruhe ein.
Und wenn es Abend wird, trifft man sich in einer der zahlreichen Tavernen. Da mischt man sich auch als Tourist ganz ungezwungen unter die Inselbewohner und lässt den Tag gemütlich ausklingen. Das Angebot an Tavernen, Cafés und Restaurants auf der Insel ist sehr vielfältig. Fast überall gibt es klassische griechische Küche und Spezialitäten der Insel und natürlich eine breite Palette an verschiedensten Fisch- und Meeresfrüchtegerichten. Unser letzter Abend auf Skyros ist angebrochen und den verbringen wir im Kreise unserer neuen Freunde und lassen ihn auf gut Griechisch mit ausgiebigem Essen, Wein und Tanz ausklingen. Wir sind als Gäste gekommen und gehen als Freunde. Und das fühlt sich gut an, finden wir. Wir haben ja heute schon einige Eindrücke von Skyros gesehen. Tatsächlich noch ein Geheimtipp auch für den Griechenland-Experten? Absolut. Skyros ist eigentlich eine von den Einwohnern her eine kleine Insel, aber von der Fläche eine sehr große Insel. Es leben dort nur ca. 3000 Leute, daher ist auch der Tourismus sehr klein und natürlich gehalten. Es gibt nur kleine Hotels, die maximal 30, 40 Zimmer haben und das ist schon groß. Nur Familienbetriebe und es ist eigentlich wie Griechenland vor 30, 40 Jahren. Was würden Sie denn sagen, für welche Zielgruppe kann man die Insel Skyros empfehlen? In erster Linie für Individualreisende. Es ist eine Insel, die keinen Massentourismus hat. Es sind kleine Hotels, wo man noch mit den Besitzern beim Frühstück gemeinsam sitzt. Dann bespricht man, was man den ganzen Tag unternimmt. Es haben viele kleine Hotels auch Swimmingpool, wo man auch am Pool liegen kann. Das Meer ist sehr nahe. Es gibt viele Möglichkeiten, auch sich kulturell etwas anzusehen. Und die Leute sind sehr, sehr freundlich und man ist überall willkommen und man ist auf der Insel kein Tourist, sondern man ist Gast. Was uns natürlich auch interessiert, ist die Flugverbindung. Wie komme ich nach Skyros? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, mit einem der Linienflüge von Wien nach Athen zu fliegen, von dort ein Taxi oder einen Bus zu nehmen, circa 2 Stunden zur Fähre zu fahren und dann 1,5 Stunden mit der Fähre die Überfahrt nach Skyros zu unternehmen. Die zweite Möglichkeit ist, in der Saison mit einem direkten Flug mit der heimischen Fluglinie von Wien nach Skyros zu fliegen. Das dauert circa 2 Stunden. Was würden Sie denn sagen, was wäre denn die beste Reisezeit für die Insel Skyros? Im Gegensatz zu anderen Inseln in Griechenland ist die Reisezeit in Skyros etwas kürzer, nämlich vom Juni bis September, wobei im August dann schon etwas mehr los ist, weil die Griechen kommen vom Festland, die machen dann teilweise die Hauptstadt Kora auch etwas unsicher. Das ist sehr nett, wenn man als Tourist dann dort in dieser Zeit ist. Wer es ruhiger haben will, der sollte im September reisen, weil da klingt die Saison dann aus. Aber zusammengefasst ist Juni, September die beste Reisezeit. Die Sonderflüge von Wien nach Skyros finden in der Saison 2019 von Anfang Juni bis Ende September statt. Für die Einreise nach Griechenland benötigt man als EU-Bürger einen gültigen Personalausweis oder Pass. Weitere Infos gibt's im Internet und bei den Spezialisten im Reisebüro.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Inselerkundung und am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar Anregungen für Sie dabei und vielleicht führt Sie ja Ihr nächster Griechenlandurlaub schon auf die Insel Skyros. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten bei Besser Reisen auf ORF 3. Für heute darf ich mich damit verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen, sagt wie immer Ihre Weltenbummlerin Edith Spell.